Jo Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, wir gucken uns heute mal so richtig billige Abklatschen von Videospielen an. Denkt mal, ihr kennt ja alle irgendwelche Videospiele, sei es Fortnite, Battlefield, Call of Duty und so weiter. Und Leute, wenn halt so Firmen mitkriegen, okay, die hypen gerade überkrass. Zum Beispiel Fortnite hat ja gerade einfach den unnormalsten Todeshype, Leute. Und viele Unternehmen denken sich so, okay, das läuft bei denen, da mache ich einfach was, was genauso ist und probiere mir da noch ein paar Leute abzusnacken. Und Leute, da gibt es so schlechte Nachmachen von irgendwelchen Spielen. Da dachte ich mir einfach, okay, da musst du jetzt mal ein Video drüber machen. Alleine, wie oft probiert wurde, Fortnite zu kopieren. Leute, das ist richtig krass. Deswegen würde ich sagen, labern wir auch gar nicht so lange drum herum. Also ganz kurz, bevor wir anfangen, am 28. September jetzt bin ich in Köln in dem Mediamarkt. Also wenn ihr Bock habt, mal mich zu treffen, ein bisschen mit mir zu labern und so, kommt da einfach vorbei. Ist natürlich kostenlos, also kostet keinen Eintritt. Ihr könnt da mit mir Fotos machen, ich hau ein paar Autogramme raus, dies, das. Wir können aber auch nur chillig labern, also wenn ihr Bock habt und aus Nähe Köln oder so seid, kommt vorbei, würde mich freuen, wenn ich da den ein oder anderen Zuschauer treffen würde, Leute. Alle genaueren Infos nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Fake. Auf Platz Nummer 10 ist das Game, und jetzt gönne ich mal den Namen, Fortcraft. Mit was für einem Game hat das wohl was zu tun? Wie es wahrscheinlich der ein oder andere Sherlock Holmes von euch jetzt schon denken könnte. Leute, das ist eine übelst krasse Fortnite-Abklatsche. Ihr seht es im Hintergrund, so sieht das Ganze in-game aus. Das Krasse ist, bei dem Game hier wurde sich gar nicht wirklich Mühe gemacht, irgendwas schwer krass neu zu machen. Natürlich ist es nicht 1:1 dasselbe, aber ihr seht es ja auch im Hintergrund an der Grafik, Leute. Das sieht genauso aus wie Fortnite. Die Map ist ähnlich, alles ist ähnlich. Es gibt Materialien zum Bauen. Man hat ein Kleid da, man hat eine Axt. Ich meine, klar, optisch sieht das ein bisschen anders aus, die Map und so. Das ist ja bei Fortnite nicht so. Aber Leute, wie kann man denn ein Spiel so, ich will jetzt auch nicht wirklich sagen, dass nachgemacht ist, ich meine, das ist ja trotzdem noch ein eigenes Game, aber sagen wir mal, es ist von Fortnite inspiriert, genau wie meine Thumbnails manchmal, die ich bei irgendwelchen YouTubern auch so halb glaube, man kennt ihn. Aber Leute, ich finde das einfach so krass, weil einfach alles genauso aussieht wie Fortnite. Aber gut, Leute, es geht noch krasser. Machen wir weiter mit Platz Nummer 9, Leute, und zwar mit dem Spiel Fortnite, also anders geschrieben, Leute, Fortnite Last X Battlefield Frontline Survivor. Junge, da wurde, glaube ich, ohne Scheiß jeder Name, der gerade irgendwie hyped, in den Titel gepackt, damit die Suchmaschine direkt Chocuzelda ganz viele Spieler drauf lockt. Also mal zur Erklärung, wenn man zum Beispiel Fortnite sucht und nur Fort eingibt, dann kann es halt auch sein, dass man das hier findet. Und deswegen haben die auch so einen langen Spielenamen damit, auch wenn man Battlefield sucht und bla bla. Wahrscheinlich irgendwo dieses Game auch noch eingerankt wird in Google. Das Krasse ist, sogar die Beschreibung beim App Store in Google besteht eigentlich nur aus Schlüsselwörtern, damit man da irgendwie drauf gelenkt wird. Und ihr seht es ja auch gerade im Hintergrund, Leute, ist wieder so aufgebaut, ähnlich wie auch Fortnite, ist quasi auch wieder ein Battle Royale. Heißt, alle Spieler klatschen zusammen auf eine Map und der Letzte hat dann quasi gewonnen. Wobei man hier auch sagen muss, die Entwickler, ne, haben jetzt mal wenigstens ein bisschen was eigen gemacht, weil das halt nicht komplett aussieht wie Fortnite oder PUBG, aber es ist halt irgendwie so ein Mix, keine Ahnung. Machen wir weiter mit Platz Nummer 8, und zwar die Mod Fortnite Battle Royale für die Minecraft Pocket Edition. Also ihr kennt es ja auch beim normalen PC, da gibt es ja so Gommes-Server, Revi-Server, bla bla, wo man halt verschiedene Modis drauf zocken kann. Das gibt's für das Handy auch, und da hat sich halt einer den Modus Fortnite Battle Royale, ich meine, der Name. Oh. Auf jeden Fall gibt es in diesem Modus, was man auch halt nochmal separat runterladen kann, halt einfach nur eine einzige Waffe. Und die Entwickler haben sogar zugegeben, dass sie keinen Plan hatten, wie sie mehrere Waffen da reinspringen. Was auch einfach krass ist, es können halt einfach nur zwei Leute diesen Modus spielen. Und bei manchen klappt es einfach gar nicht, weil es einfach schlecht programmiert wurde. Und ja, ich weiß nicht, warum Leute sich sowas runterladen. Platz Nummer 7 belegt das Spiel Pixels Unknown Battleground. Was könnte das mal wieder für ein Spielprinzip sein? Und ja, Leute, ihr seht es im Hintergrund, das sieht halt irgendwie krass nach Minecraft aus. Also ist halt irgendwie so ein bisschen, ne? Wir nennen es mal wieder inspiriert durch Minecraft. Man landet also auch quasi mit einem Kleider auf der Map und hat dann quasi einen Battle Royale-Modus. Ist also quasi so eine Coverversion von Fortnite, nur halt einfach todesverpixelt. Wobei man hier dazu sagen muss, die Map ist relativ groß. Es gibt auch viele verschiedene Waffen, also da wurde sich wenigstens so ein bisschen Mühe gegeben. Aber es ähnelt halt alles wirklich sehr, sehr krass Minecraft, deswegen, ja. Aber Leute, da will ich jetzt auch mal keine Vorurteile. Ich meine, das Game heißt ja Pixel an oder so, dies, das. Deswegen war mir das schon irgendwie klar, dass alles so ein bisschen aussieht wie Minecraft. Aber ja, ob es jetzt nachgemacht ist oder nicht, keine Ahnung. Platz Nummer 6 belegt das Game Grand Battle Royale Pixel War. Und das hat echt so eine Mischung aus Minecraft, COD und Fortnite. Also es hat irgendwie von allen Games irgendwas. Ist, by the way, auch wieder ein Battle Royale. Ihr seht es ja auch gerade immer im Hintergrund so mal eingeblendet, wie das Ganze aussieht. Was ich sagen muss, das sieht ja eigentlich gar nicht so krass scheiße aus. Ich meine, Leute, ich erwarte jetzt hier bei so Nachmachen nicht irgendwas grafisch voll krasses. Aber dieses Game ist wohl anscheinend eins der schlechtesten Battle Royale Games überhaupt im App Store. Also da ist
sind nur scheiß Bewertungen. Ein Grund mehr, dass ich mir das vielleicht wirklich mal angucke auf dem zweiten Kanal. Wenn ihr Bock habt, dann lasst mal zocken, Leute. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Machen wir mal weiter mit Platz Nummer 5. Und zwar Royal Robot Warrior Fortnite Battlefield. Call of Duty oder was wollt ihr noch in den Titel packen? Das ist halt auch wieder so ein richtiges Suchmaschinen-Game, wo einfach wieder alles in den Titel gepackt wurde, damit man irgendwie zufälligerweise das Game mal findet. Das hat im App Store über 5000 Downloads schon. Wobei das halt nicht so ein klassisches Battleground-Game ist. Man hat quasi Ninja als Angreifer und Aliens als Terroristen und muss da irgendwie kämpfen. Ich hab's noch nicht selber gezockt, aber das hört sich ja so nicht so geil an. Aber ich fand's einfach nur mega witzig wegen dem Titel, weil... Leute. Platz Nummer 4 belegt Random Drop Generator for Fortnite. Und Leute, das ist ohne Scheiß so eine App. Ich weiß nicht, warum man sich sowas runterlädt. Man wird irgendwie, man drückt da auf so einen Generator drauf und wird dann irgendwo auf der kompletten Fortnite-Map einfach runtergelassen und sieht, was dann da für ein Drop wäre. Wo ich mich frage, warum? Wer juckt denn das? Als ob ich abends im Bett liege, mir denkt, bam, oh, da wäre eine Scar gewesen. Leute, das ist so dumm. Aber egal, Leute, weitermachen wir mit Platz Nummer 3. Das belegt nämlich Konflikt IO Battle Royale Battleground. Das Game an sich ist eher so eine Mischung aus Fortnite, PUBG und so IO-Games. Also so Agario oder Slitherio. Die Ansicht gibt es einmal von oben, einmal Third Person und einmal First Person. Und ja, ne, ihr seht's, das wurde sich halt auch wieder irgendwo ein bisschen abgeguckt. Das Krasse an dem Game ist aber, dass die Entwickler quasi auf jede Rezension, die ihr schreibt auf Google, wenn ihr sagt, hey, das hat mir nicht gefallen, dann antworten die da drauf. Dem wirkt egal, ob negativ, positiv, ob ihr die voll beleidigt oder so, die antworten auf alles. Finde ich schon mal sehr cool, wenn so ein Entwicklerstudio das macht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Game, ne? Ihr wisst schon. So, Leute, kommen wir langsam zu der Creme de la Creme. Und zwar mit Blood 2 Strange Battle Royale 3D. Und das Game wurde sogar von einem relativ bekannten Entwicklerteam, Battle of the Game heißen die nämlich, entwickelt. Und das hat auch wieder so ein Battleground-Game und das ist irgendwie aber noch nicht mal richtig fertig. Also laut den ganzen Bewertungen bei Google Play oder keine Ahnung was, leckt es noch total. Da hängt alles, es hat super viele Bugs, super viele Glitches und hat auch im App Store schon über 10.000 Downloads und sogar 5-Sterne-Bewertungen, wobei die fake sind. Das sieht halt auch jeder, der sich das einfach mal anguckt. Aber ja, ist halt auch wieder ein Battle-Royale-Modus. Ihr müsst euch das so vorstellen, viele Firmen, auch jetzt Call of Duty hat sowas ja auch eingefügt, die machen das einfach, weil es Hype. Ich meine, ich kenn's ja selber, Fortnite ging überkrass ab. Ich habe auch angefangen, Fortnite zu zocken und irgendwann auch Videos darüber, weil als YouTuber musst du halt irgendwie so ein bisschen mitgehen und als Entwicklerstudio oder wenn du halt Games machst und die Leute auf einmal voll sowas abfeiern, dann muss man das halt irgendwie auch machen. Nehme ich auch keinen böse, aber dann erfindet doch irgendwas Eigenes, so wie Call of Duty jetzt, mega geil, Blackout, Leute, das hat so gebockt, ich hab so oft gezockt. Die haben sich halt nichts abgeguckt. Natürlich so ein paar Mini-Funktionen ist halt bei so einem Battleground-Modus einfach gleich. Da sage ich auch nichts, ne, mit dass man irgendwie runterfliegt und so. Das muss man ja irgendwie gleich machen, weil, ne, Leute, ihr wisst schon. Aber halt viele Elemente aus den Games zu klauen und bei sich zu, das ist halt scheiße, Leute. Also gefällt mir selber nicht. Kommen wir aber zu Platz Nummer 1. Und das finde ich wirklich so krass, denn die nennen ihre App einfach Fortnite Battle Royale. Einfach genauso wie das richtige Game heißt. Das Krasse an dem Game, es hatte auch eine 5-Sterne-Bewertung, die natürlich auch voll fake war, Leute, weil die Leute direkt, bam, Fortnite kam raus, das gab's auch noch nicht für Handy. Die dachten sich, bam, das knallen wir jetzt direkt auf den Markt. Wurde aber direkt komplett zerstört, Leute. Alle Kommentare überall, dass es fake ist und fake ist und fake ist. Es sah halt auch nicht original aus, ihr seht's, die Map ist dann irgendwie links statt rechts. Und die haben das Game halt einfach so mega auf schnell, so 0815 programmiert, direkt rausgehauen, obwohl noch gar nichts funktioniert hat und dementsprechend, keine Ahnung, hat das auch noch keiner gezockt. Es hat halt über 5000 Downloads, aber ja, was bringt dir das, wenn die App im Endeffekt gar nicht funktioniert und sich das irgendwie eh keiner reinzieht? Aber ja, ihr merkt schon, Fortnite hat einen krassen Hype und viele Firmen wollen das irgendwie auch nutzen. Deswegen kommt dann halt sowas hierbei rum. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die 1 Million haben wir jetzt ja eh schon geknackt, deswegen, hallo. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.